Tobi, Logistikmarkt Stuttgart, wie steht's um den aktuell? Ja, also ich sag mal, angebotsseitig genauso überschaubar wie in den vergangenen Jahren entsprechend auch. Wenn wir jetzt mal ins letzte Jahr schauen, da war der Flächenumsatz ja deutschlandweit mit wenigen Ausnahmen deutlich geringer als in den Vorjahren, in Stuttgart auch. Was war da die Ursache? Eher das fehlende Angebot oder die fehlende Nachfrage? Ich würde sagen, sowohl als auch. Die Angebotsseite ist seit jeher überschaubar und die Nachfrageseite muss man fairerweise konstatieren. Seit Mitte des vergangenen Jahres hat man da auch Federn gelassen. Also spürbar in der zweiten Jahreshälfte würde ich ja definitiv von einer leicht rückläufigen Nachfragesituation sprechen. Okay, wo siehst du da die Ursachen? Die gesamtwirtschaftliche konjunkturelle Situation ist suboptimal. Das spüren wir hier in der Region mit unserem doch nach wie vor relativ hohen industriellen Fokus natürlich ganz deutlich. Wir stellen fest, dass viele produktive Nutzungen ins Ausland abwandern. Und ich glaube, da sind wir dann fairerweise hier in der Region Stuttgart etwas schwerer oder direkter betroffen als andere. Was du ja auch regelmäßig in unseren internen Besprechungen berichtest, ist, dass es immer herausfordernder wird für Logistikunternehmen und für Projektentwickler, die Logistikprojekte realisieren wollen, an entsprechende Grundstücke ranzukommen. Hat sich das nochmal intensiviert? Ist es schwieriger geworden? Siehst du Entspannung oder wie ist da die Lage? Also einfach ist es nicht geworden. Hängt auch letztendlich damit zusammen, dass so gut wie keine Greenfields mehr vorhanden sind. All das, was es an Greenfield-Potenzialen in den vergangenen Jahren oder in der Vergangenheit gab, ist bebaut, ist entwickelt. Und all das, was jetzt irgendwo noch entwickelt werden soll, kann eigentlich nur noch auf Basis alter oder historischer Brownfields irgendwo erfolgen, mit einigen Ausnahmen. Wo muss ein Logistiker hingehen, der jetzt, sag ich mal, 10.000 bis 20.000 Quadratmeter sucht? Wo würde der jetzt noch Flächen finden? Vereinzelt gibt es die am Rande der Region Stuttgart noch. Innerhalb der Region Stuttgart tut man sich nach wie vor auch kommunalseitig mit der Ausweisung neuer Flächen für eine reine logistische Nutzung extrem schwer. Das heißt, selbst wenn mal irgendwo eine größere Hallenentwicklung möglich wäre, werden da kommunalseitig viele Restriktionen reingepackt, die dann irgendwo nur noch eine produktive Nutzung zulassen. Das heißt, Auflagen hinsichtlich Mindestmitarbeiterzahl je Hektar, Gewerbesteuer, Genau, Mindesteinnahmen. das sind die maßgeblichen Parameter, das Gewerbesteueraufkommen, Anzahl Mitarbeiter, gewisse LKW-Frequenzen etc. pp. Aber das sind so die maßgeblichen Punkte. Wo liegen wir denn da mietpreistechnisch jetzt? Sag mal, selbst an diesen Standorten sprechen wir da zwischenzeitlich über Mietkonditionen jenseits der 8 Euro. Viele kommen zur Erkenntnis oder zu dem Schluss, ich lasse einfach alles so wie es ist. Sprich, ich versuche mein bestehendes Mietverhältnis nochmal zu verlängern. Wenn industrieseitig oder vergabeseitig der Druck zu groß wird, dann ist letztendlich auch der Endkunde natürlich bereit, Mieten in der Größenordnung von 9 Euro beispielsweise zu akzeptieren. Die These Verfügbarkeit schlägt Preis, kannst du hier auch bestätigen, wenn jemand die Fläche dringend braucht? Das würde ich in der Form bestätigen, vor allem, sag ich mal, im Bereich der höherwertigen Nutzung, also wenn es dann eher tatsächlich einen produktiven Charakter irgendwo bekommt, die Nutzung. Beobachtest du das bei anderen Unternehmen auch, dass man aus einem älteren Standort oder aus einem Altstandort heraus einen neuen Standort sucht, vielleicht für ja, produktivere oder effizientere Produktionsabläufe? Oder ist das eher ein Ausnahmefall? Pauschalaussagen sind da in der Tat schwierig, weil es wirklich sehr individuell und einzelfallspezifisch ist. Was rätst du denn den Unternehmen, die jetzt Flächenbedarf haben? Mit welcher Vorlaufzeit sollten die sich denn bei dir zum Beispiel melden, um sicherzugehen, dass man auch Flächen findet? Vorlaufzeiten sind, glaube ich, gar nicht so das große Problem oder das große Thema, weil einfach die Entwicklungspipeline relativ trocken ist hier in der Region. Also es wird auch oder es werden auch in den kommenden 1 oder 2 Jahren werden wir nicht deutlich mehr Projektentwicklungen irgendwo in dem Bereich sehen. Da wird vielleicht nochmal das ein oder andere Brownfield in den Markt kommen, aber die Städte und Kommunen werden aber auch hier mit einem sehr wachen Auge draufschauen und weiterhin versuchen, einfache logistische Ansiedlungen auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Das öffnet ja Tür und Tor für Gewerbeparkentwicklungen, wo man in der Regel etwas weniger Verkehre hat, höherwertige Nutzer ansiedeln kann. Ist denn da eine größere Bereitschaft auch da bei den Städten, sowas zuzulassen? Das ist definitiv eine Produktklasse, die auf eine größere Interessenlage kommunalseitig stößt. Wenngleich wir momentan auch beobachten, es gibt die ein oder andere spekulative Entwicklung im Gewerbeparkbereich.
Tatsächlich tun sich die Entwickler momentan aber mit Vermietung relativ schwer. Es ist maßgeblich auf zwei Punkte zurückzuführen. Unter anderem, das eine ist das Thema Mietzins. Aufgrund der relativ hohen Baukosten, aufgrund der relativ hohen Grundstückspreise, sind hier einfach zwangsläufig relativ hohe Mieten erforderlich. Und da sprechen wir, sage ich mal, im Hallenflächenbereich von plus minus 10 Euro. Und da merkt man schon, dass man an die Grenze kommt, was für Nutzer tatsächlich erträglich ist. Und der zweite Punkt, den wir hier momentan feststellen, dass die Nachfrageseite, was in Richtung oder die in Richtung Produktion oder produktive Nutzungen geht, ist deutlich abgeebbt. Da stellen wir schon fest, dass viele Unternehmen günstigere Standorte suchen, Richtung Ostdeutschland, Richtung europäisches Ausland. Da tun sich viele de facto schwer, ihre produktiven Nutzungen hier im Großraum Stuttgart zu halten. Ist der spekulative Bau trotzdem alternativlos oder lassen sich solche innerstädtischen Gewerbeparks auch vom Plan weg vermieten? Grundsätzlich lassen die sich natürlich vom Plan weg vermieten. Wie gesagt, nur momentan die konjunkturelle Situation führt einfach zu einer gewissen Reduktion auf der Nachfrageseite, sodass man sich momentan grundsätzlich mit der Vermietung von Flächen hier in der Region nicht ganz einfach tut. Dann ist es so. Ja, dann müssen die Logistiker schauen, wo Flächen sind, aber dann werden ja sicherlich auch Center of Gravity Definitionen von den hier ansässigen OEMs auch weitergefasst, oder? Also es ist ja nicht möglich, just in time Genau ja, solche entsprechend anfangen zu liefern. Probleme und Planbeispiele haben wir de facto, wo momentan ein Kontraktlogistiker mit einem gewonnenen Automotive-Tender im Hintergrund momentan händeringend auf der Suche ist nach einer entsprechenden Fläche, wo dann teilweise sogar der OEM bei Städten und Gemeinden mit vorstellig wird, aber auf keine positive Resonanz stößt. Es geht de facto um die Nutzung. Sobald die einen logistischen Charakter hat, ist die Resonanz kommunalseitig sehr eingeschränkt und überschaubar. Okay, also dein Rat an Logistiker lautet. Also tatsächlich, sofern möglich, und der Margen- und Kostendruck ist definitiv verstanden und akzeptiert. Dennoch, wenn Flächen auf den Markt kommen, sollte hier über eine strategische Flächenbevorratung nachgedacht werden. Klare Aussage. Thank you.